Ja, hallo, Holk für Holk TV wieder mal dabei und diesmal geht es darum, dass Berlin die größte autofreie Stadt der Welt ist. Die Straßen sind jetzt für die Fahrräder freigegeben. Hier seht ihr noch die Autos, gehen hier noch ein paar rum. Alles unbrauchbar. Guckt mal hier hinter den Zaun, ja, da sind die Autos, von denen sich die Leute nicht freiwillig trennen wollten. Alles weggesperrt. Das ist jetzt wirklich mal Abwracken auf hohem Niveau. Holkmobil. Ihr seht ja, die Autobahnen sind schon abgesperrt. Ist nicht mehr für den Autoverkehr freigegeben. Dürfen bald die Fahrradfahrer rauf. Seht ihr, leergefegte Straßen. Die Polizei greift rigoros durch. Da scheint ein ehemaliger Autofahrer einen Herzinfarkt bekommen zu haben. Hier, guckt mal, habt ihr das gesehen? So wie Nikotinpflaster haben einige Autofahrer noch ihre CO2-Dosis dabei. Hätte auch keiner gedacht, ne, dass es auch mal Fahrradstaus geben würde. Immer noch bis 80 km/h fahren hier auf dem Abschnitt. So, ihr habt gesehen, autofreie Stadt ist kein Problem. Berlin ist es bereits. Jetzt fehlt nur noch der Rest des Landes. Und ich würde sagen, dann werden wir auch noch das größte autofreie Land der Welt. Deutschland, einig Fahrradland.